Die heimische Hallensaison der Leichtathletik ist mit den österreichischen Meisterschaften in Linz abgeschlossen worden. Im Mittelpunkt gestanden ist dabei die Jagd nach den letzten Limits für die bevorstehende Hallen-WM in Belgrad. In der Linzer Tipps-Arena tickt 3 Wochen vor dem WM-Start der Countdown. Für Hürdensprinter Markus Fuchs lautet die magische Zahl 6,63 Sekunden. Die soll der Niederösterreicher über 60 Meter erreichen, um seine Fahrkarte endlich lösen zu können. Fuchs auf Bahn 4 in Rot läuft beim Sieg im Finale vor seinem Trainings- und Vereinskollegen Andreas Mayer. 6,64 Sekunden, nur 5/1000stel fehlen auf das WM-Limit. Trotzdem sitzt der Meister gelassen. Ja, ich gehe in das Ganze mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Natürlich bin ich mega happy, dass ich jetzt nach 1,5 Jahren Verletzungspause, Pech und immer wieder kleinen Rückschlägen mich endlich wieder mal an die Schnelligkeit zurückgekämpft habe. Ich bin sicher auf einem unglaublich guten Weg jetzt mit meinem neuen Team und mir bedeutet das einfach ganz viel, dass ich heute endlich wieder mal richtig aufzeigen konnte. Eine letzte Chance auf die WM-Teilnahme kann Fuchs bei den Balkanmeisterschaften oder über die Weltranglisten-Quali noch nützen. Nach dem Karriereende von Beate Schrott und Stefanie Bendrath sind über 60 Meter Hürden alle Augen auf Karin Strametz gerichtet. Die Steierin von der Sportunion Leibniz läuft hier auf Bahn 4. Sie gewinnt in guten 8,23 Sekunden, verzichtet aber auf eine WM-Teilnahme. Ein mehrwöchiges Trainingslager in den USA soll eine perfekte Vorbereitung auf die Freiluftsaison werden. Ich bin ein bisschen sitzen geblieben, bin dafür hinten raus richtig gut gerannt. Also wenn ich die zwei Läufe kombiniert hätte, wäre natürlich die Zeit vielleicht da gestanden, die ich mir erhofft habe. Aber im Großen und Ganzen war der Fokus nicht auf der Hallensaison und deswegen bin ich trotzdem happy damit. Über die 60 Meter flach liefert sich Strametz ein packendes Duell mit Favoritin Magdalena Lindner. Die Niederösterreicherin zieht mit starkem Endspurt noch an Strametz vorbei und sichert sich in 7,42 ihren Hallentitel. Sie bleibt nur 500stel über ihrer eigenen Bestleistung. Zu einem Zentimeter-Krimi entwickelt sich vom ersten Versuch an der Frauenweitsprung. Mehrkampfmeisterin Sarah Lager kämpft mit ungültigen Versuchen und muss sich am Ende mit 5,92 Meter und Rang 4 begnügen. WM-Medaillengewinnerin Verena Mayer zittert bis zuletzt mit dem Videoreferee. Sie geht im letzten Versuch volles Risiko. Die WM-Bronzemedaillengewinnerin holt sich mit 6,04 Meter den Sieg. Ich habe auch viel Ungültige gehabt, darum bin ich am Anfang auch nicht ganz reingekommen, aber ich freue mich, dass ich im letzten Sprung nochmal zeigen habe können, was ich drauf habe, dass es dann geklappt hat. Macht mich natürlich glücklich, dass das auch für den Sieg gereicht hat. Die überragende Kurzstreckenläuferin ist wie erwartet Susanne Walli mit gleich 3 Titeln. Neben der 4x200 Meter Staffel und ihrer Paradedisziplin 400 Meter ist sie auch hier über 200 Meter ohne Gegnerinnen. Nach einer einwöchigen Trainingspause wegen einer Muskelverhärtung im Oberschenkel eine erfreuliche Entwicklung für die Olympia-Semifinalistin. Sie gewinnt vor 60 Meter Meisterin Magdalena Lindner und unter 23 Athletin Lena Pressler. Mitfavoritin Ina Huemer muss sich mit Ischias Beschwerden mit Rang 4 zufrieden geben. Die österreichische Jahresbestzeit von 23,93 Sekunden stimmt die Serienmeisterin zuversichtlich. Ja, also der Lauf ist mir wirklich gut gelungen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich müde Beine habe von gestern, aber es hat super funktioniert und da freue ich mich natürlich, dass ich unter 24 Sekunden geblieben bin. Die Leichtathletik-Hallensaison ist damit beendet. Jetzt geht der Sprint in den Frühling los.